Hallo und herzlich willkommen aus München. Ich nehme euch heute mit auf den roten Teppich des Deutschen Filmballs. Hier im Bayerischen Hof werden gleich viele Stars erwartet und ich freue mich, sie für euch vor die Kamera zu holen. Hallo, schick siehst du aus. Thank you very much. Die Frisur ist schon für den nächsten Film. Ich wollte es mal testen, so ein bisschen mehr angelegt. Sieht gut aus? Ja, für welchen Film? Der heißt Schluss mal. Ist mein nächster Film, den ich mache als Regisseur. Und deswegen wollte ich mal heute ein bisschen die Frisur austesten und gucken, wie das so wirkt. Auf welchen Film freust du dich denn 2012 besonders? Mein Gott, das wäre jetzt ganz platt zu sagen, auf meinen eigenen und gleich Werbung zu machen. Darfst du gerne machen. Na, ich habe ja Regie gemacht, also da freue ich mich tatsächlich drauf. Der heißt Jesus Loves Me, der kommt dann im Herbst. Worum geht's denn da? Es geht um ein junges Mädel, Jessica Schwarz, die sich in einen Typen verliebt und es ist Jesus. Und Jesus bereitet das Ende der Welt vor. Schön. Hallo Nina. Hallo. Was überwiegt denn im Moment, die Vorfreude oder die Nervosität? Jetzt gerade ist es die Nervosität, glaube ich, ja. Das ist jetzt schon so, da muss man sich kurz konzentrieren und ist so ein bisschen nur, aber ich hoffe, das wird. Du warst ja bestimmt schon öfters auf den Deutschen Filmball. Was geht denn da innen jetzt ab? Ja, um ehrlich zu sein, ist es ein bisschen so, da bist du zu jung dafür, aber es ist so ein bisschen wie auf der MS Europa 1980. Alle kommen also in diesen riesen Roben rein und es hat so ein bisschen was, so eine ausgestorbene Welt, so was gibt es eigentlich nicht mehr. So ein richtiger Ball mit einer Band und so, also es ist eigentlich ganz schön. Worauf freut ihr euch denn heute Abend am meisten? Aufs Weißwurstessen, aufs Tanzen oder Glückswurst? Ja, ab 12 gibt es so Weißwurstessen, oder? Ja, voll eklig. Gibt es davor was anderes? Also eine Weißwurst ist ja nie verkehrt. Aber ich glaube, jetzt brauche ich erstmal ein Bier. Do you already know what to expect tonight? We're hearing about this dancing, so we've been practicing. Waltzing. We want to waltz. We've been waltzing. I love your smile. Oh, thank you so much. Wow, thanks. So, is this your first time here? You're kidding. My first time? No, at this festival? No, I've been here many times because, you know, I shot a movie, The Name of the Rose, and I was based here. A few hundred meters from where we are now. So I came here, I think, 5 times already at the ball. I love this tradition, you know. It's the only place in the world where I think there is this ball. But I think it's wonderful, it's great. And it has the charm of Bavaria. Wo gibt's das? Bei Movie Maniacs. Ah, toll!